das Who is Who von Deutschlands führenden Handelsexperten im Rampenlicht. Beim Bonial Future Lab im Axel Springer Hochhaus in Berlin trafen sich am 30. März zum zweiten Mal Führungskräfte aus Handel, FMCG und Tech, um Zukunftsentwürfe für den stationären Handel zu diskutieren. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Freut mich ausgesprochen, viele bekannte Gesichter zu sehen vom letzten Jahr, aber auch viele neue. Unsere Sicht ist, die Zukunft, die ist eigentlich schon da und präsent. Sie ist nur ungleich verteilt. Von daher lohnt es sich, mit verschiedenen Zukunftsentwürfen zu beschäftigen gedanklich und sich da auch in so einem geschlossenen Forum Zeit für zu nehmen, dass die Gedanken einfach auch wandern können. Die erste Keynote beim Bonial Future Lab hielt Handelsforscher Professor Gerrit Heinemann. Er schilderte Eindrücke von seiner jüngsten USA-Reise und warnte davor, die Digitalisierung zu verschlafen. Im Handel, muss man sagen, haben wir ganz, ganz viele lokale Händler, die eine digitale Allergie haben. Neulich, Zitat, sagte ein Händler, das ist Teufelswerk. Viele Händler erfüllen nicht mal die Voraussetzungen, ein elektronisches Warenwirtschaftssystem, was es eigentlich schon seit 60 Jahren gibt. Also die Voraussetzungen und auch die Bereitschaft ist nicht da. Wir fangen ganz vorne an. Wir fangen an im Grunde mit sehr klaren Botschaften. Wenn Sie die Mitarbeiter genauso wie die Händler wachrütteln wollen, dann müssen Sie Klartext reden. Und es geht nur um Konfrontation. Und wir scheuen uns nicht, sehr deutliche Worte zu finden und zu sagen, Freunde, wenn ihr jetzt nicht aufwacht, dann werdet ihr am Ende des Tages 2022, 2025 nicht mehr erreichen. Der Handel muss sich neu erfinden und neu setzen. Und dazu gehört natürlich auch eine Veranstaltung wie diese. In einer inspirierenden Keynote zeigte der Ladendramaturgie-Experte Dr. Christian Mikunda zahlreiche Beispiele, wie Händler mit gut inszenierten Geschäften zukunftsfähig werden und das Einkaufen zum Erlebnis machen. Ein Geschäft, ein Laden unterscheidet sich nicht so sehr eigentlich von dem, was wir vom Theater oder vom Film oder vom Fernsehen seit vielen, vielen Jahren, seit Hunderten von Jahren kennen. Da wie dort werden Geschichten erzählt, da wie dort geht es um Image und Atmosphäre, um Flair. Und die Menschen gehen ins Theater oder ins Kino, um Emotionen zu erleben. Und so geht man auch heute in ein Geschäft nicht nur, um das Eigentliche zu tun, sondern um sich auch mit dem Ort emotional aufzuladen und sich ein emotionales Geschenk abzuholen. Gerade wir als Hersteller einer Süßware, das ist ein sehr emotional getriebenes Produkt, ein Impulsprodukt, und man muss die Menschen abholen. Ja, ob es jetzt Familien sind, ob das Kinder sind, die Zielgruppen, Enkel, deswegen sind solche Themen immer sehr wichtig. Ja. Und also auf jeden Fall hilfreich. Am Nachmittag entwickelten die Teilnehmer in intensiven Workshops ihre eigenen Zukunftsszenarien für den Handel 2022. Also was mich natürlich am meisten beeindruckt hat, das war die Betrachtung über die Emotionen in vielfältigster Form, wie der Kunde sie haben kann, wie er das erlebt, was alles mental seine Kaufbereitschaft stimuliert, beeinflusst, fördert. Und darauf müssen wir auch in Zukunft schauen. Ich bin froh, dass ich mich mit den Kollegen hier austauschen kann und für mich sehr, sehr inspirierend. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Bonial Future Labs, und da waren sich alle Teilnehmer einig, der Kunde muss wieder mehr in den Mittelpunkt. Er verknüpft längst online und offline und möchte beim stationären Handel gut beraten werden und etwas erleben. Wenn der stationäre Handel sich darauf konzentriert, hat er beste Chancen für die Zukunft.